Können wir da reinfahren? Ach, da konnten wir reinfahren. Achtung, Polizei fährt rückwärts. Ja. Alles gut bei Ihnen? Ach, der ist nur eingeschlafen. Ach, Mensch. Ah, ich habe keine Erfahrung mehr mit dem Schießen. Das war nur einmal in der ersten Folge. Mein Hut ist weg. Ich bin der Meinung, wir hatten auch noch größere Waffe. Ah, Alter! So. Peng, 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 peng. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Der Seinstumpfmörder. Zwei haben wir noch. Wir haben nur noch zwei vor uns. Und das nächste ist Kifferwahnsinn. You know a Freddy Calhoun? Sure, I know Freddy. Freddy needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a Primo reefer distribution ring. Says he Has can. Has he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the $50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Freddy Calhoun befragen. Freddy Calhoun. Mike Lyman's Bar. Okay. So, jetzt sind wir, glaube ich. Roy's informant is the skittish type. Ja, alles gut. Wir sind jetzt aufgestiegen von einer Mordkommission auf. Ich weiß gar nicht, wie das. Weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich glaub's. Hallo, Sir. Ja, wir machen uns ran. So, hallo, Kollege. Na, was geht ab? Ja, den gucken wir mal erstmal hier. Oh, wir sind noch schicker angezogen. Hinweise, nice. Wir haben massig an Hinweisen. So, erstmal einfach nur befragen. Alles klar. Als Ziel festlegen. So. $50? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. Oh. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. I've been in this job 20 years. I never fired my gun. Wow. There's got to be someone you can go and rouse. Ich finde Excel nicht. Anstatt er mir sagt, wo ich rauskomme, sagt er mir, dass er seit 20 Jahren seine Waffe nicht abgefeuert hat. Mein Freund, das heißt nicht, dass es krass ist. Das heißt, du bist einfach nur einer, der hier rumsitzt und seine Arbeit nicht macht. Ist das, Alter, ist das klar? So. Ich bin seit 2 Jahren hier und habe meine Waffe, glaube ich, 2000 Mal abgefeuert. We talk. So, die Treppe gehen wir jetzt mal ganz langsam runter. Wake up, Cole. Was denn? Alle Partner haben genau die gleichen Sprüche. So, Verhör. Exit. Exit. Und da war sie. Alter, hab ich erschrocken. Geschafft. Ich will nur raus hier. Was? Oh, ja. Nice. So, wo ist jetzt unser Auto? Extra, read all about it. Sollen wir jetzt dahin laufen oder was hier? Nee, irgendwo muss unser Auto sein. Ah, ich glaube das hier. Ich glaube, das ist unser Auto. Unser neues. Shampoos, Champagner hier, na klar. Kommst du, Kollege? Bisschen Jogging. So. Welche Nummer waren wir nochmal? Ach ja. 1, 2, 24, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 8. Wir gehen jetzt zum irgendeiner Bar, irgendwas. Wir besaufen uns jetzt. Nur als Info. Ach so, ich muss erstmal ganz leicht drehen. Hear him in musical films. And now, hast du den Sound gehört, Kollege? KTI. Kommission, irgendwie sowas?
So, dann gehen wir mal rein und schauen mal, was wir hier, ob wir den Typi hier finden. So, ich muss mal noch die andere Tür aufmachen, weil ich bin zu breit. So. Guten Tag. Hallo? Das ist Ihr Bier? Oh, danke schön. Nice, mache ich auch immer gerne. Mich einfach nur hinsetzen und eine Wand angucken, Alter. Schön, in der Bar, ne? Einfach nur die Wand anschauen. Guten Tag. Schmeckt's Ihnen? Schmeckt's? What are we waiting for? Schmeckt's Ihnen? Sowas liebe ich, wenn ich esse und dann kommt jemand und fragt dauernd, wie es schmeckt. Guck mal, das bin ich! Das bin ich! Der einfach nur da ist, jetzt alle das Besteck wegklickt und sagt, Alter, hau da einfach ab, Alter. Ganz ehrlich, nerv mich nicht. Das bin ich. So, hallo. Kann ich mit Ihnen reden? Zweimal Pfeffer. Wo ist Salz? Wo ist das Salz, verdammt? Guck mal, er hebt gleich wieder auf. Wo ist denn jetzt aber der Typ? Stimmt hinter der Tür. Operator, Message for KGPL. Jetzt will ich nur mal gucken, ob wir vielleicht doch wieder eine Nachricht. Irgendwann hatten wir mal eine Nachricht bekommen. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Messages, please. So, haben wir was? Ah, schon wieder nicht. Ja, komm hier. Ciao. Thank you. Ciao. Ich hab gesagt, ciao. Operator, give me dispatch. Nein. Okay. Does the chicken come with Freddy? You're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Grass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? Get stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. Uh-huh. Do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Guten Tag. Ja, oh, okay, also irgendwie, ich glaube, wir sollten mal langsam auch die Waffen wieder bereithalten. Das klingt, als wäre der feuerbereit, der Typ, wo wir jetzt hingehen werden. Nee, ist Quatsch, was ich geredet habe. Wir sind nicht im Branddingsbums irgendwas, sondern wir ermitteln ja gerade einen Drogenfall. Ne? War ja vollkommener Quatsch, den ich erzählt habe. Okay. Dort sollen also die gesamten Drogen gelagert werden. Na, dann gucken wir mal da vorbei, ne? Komm. Kollege? Ah, da. Ich habe schon mal einen Partner verloren. Das will ich nicht nochmal erleben. Und dann saß er irgendwann plötzlich wieder im Auto. Ist jetzt an? Ah ja. Ah, schön hier Cabrio. You believe a story? Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score. Halt! Was? Hatte Vorfahrt. Okay, da war ein Wahrzeichen. Gibt's auch ein Lügenzeichen? Oh Gott, der war schlecht. Tut mir leid. Wirklich, tut mir ganz so leid. So. Also, wir sollten jetzt damit rechnen. Er meinte, er liebt Waffen. Halt, Polizei! Und ja, vielleicht müssen wir jetzt sogar die Waffe zücken. Ja, wir fahren noch ein Stück. Ah, hier ist es langsam, da drüben. Ja, wir werden mal hier kurz wenden. Achtung, Polizei wendet. Polizei darf alles. So, wir werden mal gleich mal hier reinfahren.
Können wir da reinfahren? Ach, da konnten wir reinfahren. Achtung, Polizei fährt rückwärts. Ja. Alles gut bei Ihnen? Ach, der ist nur eingeschlafen. Ach Mensch. Der war wahrscheinlich letzte Nacht sehr K.O. Ne? Ja, Mann, war der K.O. letzte Nacht. War wahrscheinlich eine Fete. Da ist der so K.O. Und schlief glatt am Steuer ein. Oh Mann. Echt? Na, da drückt man nochmal ein Auge zu, Kollege, wa? So. Mann, Mann, Mann. Wir machen uns hier aber hier auch einen Umweg. Was? Gegenverkehr? Was ist das? Kenne ich nicht. Ah, jetzt sind wir schon wieder vorbei. Achtung! Ja, danke. So. Hier links. Und jetzt sind wir auch da. Hey, Roberts. Wir haben es eilig. Hallo? Ach komm. So, hier sind wir. Hat der gerade eine Waffe in der Hand? Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ja, Kollege haut ab. Achso. Ah. Ich habe keine Erfahrung mehr mit dem Schießen. Das war nur einmal in der ersten Folge. Mein Hut ist weg. Hey, ihr Drecksäue. Mein Hut. Wo ist meine Waffe? Habe ich eine Waffe? Ah. Oh mein Gott. Scheiße. Wo habe ich eine Waffe? Wo ist meine Waffe? Nein. Wo bin ich hingegangen? Oh Gott. Ha. Throw out the guns. Haben wir keine Waffen? Doch, da! Okay, jetzt pass mal auf. Warte, wir müssen kurz hier mal in Deckung gehen. Weapons on the ground. Los! Oh, Scheiße! Ich hab komplett vergessen, wie man... Scheiße! Mein Hut! Der ist ganz wichtig! Gib mir Deckung, Kollege, für meinen Hut! Danke! Halt! Bleib mein Hut! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! Schieß mir mal meinen Hut weg, diese Drecksäue! Okay. Feuer, Feuer! Oh, Alter, der war nice getroffen. Alter Schwede. So, Kollege, mein Hut. Ist immer ganz wichtig. Hello, my friends. Are you trying to get yourself killed? So, was ist jetzt hier los? Was? So. Polizei! Hallo? Geben Sie auf! Sie haben keine Chance! Ist zu. Hallo? Aufgeben! Kann ich hier durchs Fenster? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich jetzt nochmal irgendwie ein größeres Kaliber nehmen konnte. Ich bin der Meinung, wir hatten auch noch größere Waffen. Ah! Alter! Oh! Hab mich erschrocken! Oh. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice.